warum habe ich die Waffe ausgerüstet? Ist doch schön, dass wir jetzt eine haben. Ne? Bellic, Mr. Bellic. Und lass uns mal direkt loslegen. Keine Zeit, ich muss die Veranda runterhüpfen. So. Little Jakob, ruf doch nochmal an. Aber erst machen wir noch eine Mission für Roman. Lass uns mal ein bisschen noch Story machen, bevor wir anfangen, hier so ein paar Faxen zu machen. Ja. Das ist bestimmt ein Saab, das Auto. Also so sieht er zumindest aus, wenn ich verfahren. Yeah. Nostalgie macht sich meine Adern breit, Leute. Wahnsinn. Das Spiel ist einfach unschlagbar. Immer noch. Uncle Vlad. Ich glaube, den... Hey, what's wrong? Oh, er weiß es. Leute... Ich sehe es. What's bullshit? Mallory. Oh, jetzt geht's los. What about her? I like her. I really like her. But you keep messing around with other women. Yeah. No. I think she's messing around with Vlad. I saw his car parked outside her place the other day. Yeah. You knew? I had suspicions. You fucking knew? What was I going to say? You knew my woman was banging this war dog and you didn't do anything? I didn't... You didn't say anything? I didn't know. You're an asshole, Nico Bellic! A disloyal user! After what I did for you, you dick! You fucking dick! I'm sorry! Screw you! All right, so you want me to deal with it right now? No. Sit down. No! I'm not going to stand here and have you call me disloyal. You might let some Russian asswipe bang your woman, but I won't. But you fucking did! That was before I knew you cared! You always were a hypocrite. Nico, wait! Don't do anything stupid! Wait for me! Jetzt gibt's auf die Fresse, Vlad. Nico Bellic ist mit dem ist nicht gut, Kirschen zu essen. Ein bisschen rumkurven, du lässt Vlad in Ruhe, oder? Na, natürlich, Kumpel. Komm, steig ein, Dicker. Don't do anything stupid, cousin. Ich mach nie Blödsinn. Mein Auto. Hey, it happens. Moment. We have an open relationship. I do my thing, she does hers. Maybe next time steig I aus. Them at it. Oh, dope. Ich will mein Auto behalten. Sonst ist es nachher weg. Sweaty back going up and down. I can't take it. How could she do this? I knew you cared. I have to do this. Hör mal ein bisschen Musik oder was? Boah, ein bisschen übertrieben die Kamera. So, Vlad. Wait, Nico, you have to think this through. Stay out here. Let the big boys have their conversation inside. Genau. Nico Bellic. Give it drink. Anyway, я говорю про капусту. Зачем нужно жрать капусту, если есть картошка? Weil Kartoffeln ungesund sind, du Vogel. Kohle ist wesentlich gesünder. So meine ich das, sorry. Did I summon you? I told you to stay away from Mallory. Go away! And now Roman is upset. Oh, Roman is upset. Excuse me. Do you think I'm a fucking peasant? Oh, there he is. Hey, Fatty. I'm so sorry you're so upset. Oh, poor fucking whore. Hey, Vlad, can't we just talk about this? You stay away from Mallory. I must be hearing things. I could have sworn for a minute this ratty little yokel told me what to do. Did you hear that voice? Yeah. Now, get them out of here. Come on, come on. Get back outside, come on. Rip your head off.
Alter, warum schlägt der nicht? Komm her, du auch, ey. Ich mach dir ein schönes Andenken von mir, du Vogel, ey. Eigentlich wollte ich ja die Knarre gezogen haben. Naja. Gut, oh, ich muss schnell hinterher, glaube ich. Verdammt! Blatt, warte auf mich! Wir wollen doch nur reden, Kumpel. Ey, Alter. Lass den Typen los! Ich kann nicht frei zielen, verdammte Scheiße! Hat der ein Glück! Hat der ein Glück! Ich hätte schon längst von hinten erschossen im Auto. Alright, he's running away! We win! Let's go home! I'm not walking away until... Verfolgung, Verfolgung. Noch kann ich ihn sehen. Nein, er entkommt uns nicht. It is finished. He's running. We won't see him again. He'll come back. The only thing that will hold him down is 6 feet of dirt. Forget about Mallory. Plans change, and you know when Vlad is done with her. Grow a fucking spine. You think Vlad won't come after us when I am chasing him like this? I have to. Hey, habt ihr das gesehen? Der hat leicht nach links gedreht. Also. Was? Nyokal, you think you can get away with killing me? I guess I'll find out. You think this is worth it? You're throwing you and your fatty cousin's lives away for that bit of Puerto Rican chacha. I'm throwing your life away, prick. We'll do all right. My friends will track you down. You won't last a moment. I'll last longer than you will, shithead. Fuck you. I wish I could be there to watch Mikhail cut your peasant balls off. You've killed yourself and your cousin, Yokel. Wenn du mit einer Pistole ausgerüstet bist, kannst du bestimmte Charaktere gezielt ausschalten. He thought of me as a brother. He will get revenge. You are nothing in this city. You will be crushed. Half Beach is a small place. My friends will find you. Nichts wird er. Du wirst jetzt. You were the stupid one, Vladdy boy. Nobody fucks with my family. You're a big boy, Vladdy. Nico! Okay, das well, hätte ich jetzt this is over. Nicht wirklich gedacht. What does it look like? Gut. We're dead! No, oh, Roman, bist du besorgt? We're fine. He has beautiful friends. Serious people. Oh, I told you to be calm. You halted the jump. I am calm. He tried to kill us. He screwed your girlfriend. What do you expect? I give him a massage? Shit! Shit! When I was in the army, we were going on the mission. To ambush a squad who had killed a lot of innocent people. They were our enemies. But we never did it. There were 15 of us, all boys from the village. But one of us betrayed the group. It was a setup. For money. 12 people died. 3 escaped. I know the traitor was not me. So for 10 years, I've been searching for the other two. One of them lives here. Why are you telling me this now? Do you always get sentimental after you kill people? You kept asking. Wonderful. You're here on some revenge mission for something that happened 10 years ago. And you don't care whose life you ruin anyway. No. Well, what? I don't know. I just want to know why they did it.
Right now, I don't think you're going to find out. Let's hide the body, at least for a while. Put him in the river. We feel fast and he's going to kill us. Shit. We should get out of here. You go. I'll catch up with you later. Gefütterte Fische. Beende die Mission. Uncle Flat. Ja, natürlich speichern wir. Und ich hätte ihn einfach nicht mal so eben ins Wasser gestoßen. Manchmal öffnen sich bestimmte Szenarien schneller, wenn du einen Bekannten anrufst und fragst, was er macht, anstatt zu warten, bis er dich ankontaktiert. So, bis er dich anruft. Ich gehe mal hier runter. Können wir eigentlich ins Wasser? Oh, echt? Wir können... Nein, ist nicht dein Ernst. Nico Bellic, du kannst schwimmen. Leute. Ach, guck mal. Okay. Oh, Roman. Nico! Nico, are you there, Cut? Roman, I'm here. What are you doing? Why do you whisper? I am on Tesla Street, near Perestroika. Come, Nico, quick! Der hat jetzt völlig Paranoia. Ich denke auch zu Recht. Aber war hier nicht mal irgendwas... Oder war das eine andere Brücke? Ich gucke mir das gerade mal hier an. Wir können ja schwimmen in dem Teil schon. Aber das ist ja Fantastico. So, und ich bin sehr gespannt auf Mallorys Reaktion. Guck mal, das treibt gut. Lass uns mal hier rüber schwimmen. Sind wir dann schon auf einer anderen Insel? Also, ne? Besteht aus drei Inselgruppen, ne? Oh. Oh. Hey, mein Freund. Ach, Walk one. All right, you know, getting by. Yo, we need your help with something, you know? Will you come on my place at Dillon Street? Sure, I was looking to branch out a bit anyway. I'll see you soon. Ja, also wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6 Sterne gibt es. Es ist Zeit für ein bisschen Blödsinn zu machen. Ein bisschen üben. Ja. Es geht, es geht. Aber wir werden jetzt sowas von sterben. Ja, wir hätten noch nicht hingedurft. Wir schwimmen mal wieder rüber. Ein bisschen Zeit für Blödsinnigkeit. Blödsinnigkeit. Du schießt auf mich. Weißt du eigentlich, wer ich bin? Ja, der König der Welt. Ach, nee. Unser erster Tod in diesem Spiel.
Und jeder, der meine Videos kennt vom Survival her, weiß, wie sehr gerne ich sterbe. Nämlich gar nicht. So, und deswegen, weil ich gestorben bin, fange ich jetzt komplett von vorne an das Spiel. Nein, Quatsch. Ich mache nur Spaß. Bevor du entlassen wirst, stellt dir das Krankenhauspersonal eine Rechnung für die Pflege aus. Und unsere Waffen? Ich habe meine Waffen noch. Was ist denn hier passiert? Wie kann ich denn ein Taxi rufen? Ah, einfach. Ah, das ist gut. Ah, linke Schultertaste. Gedrückt halten. Ah. So. Halte gedrückt, um als Fahrgast in ein Taxi zu steigen. So, was haben wir denn vor? Little Jakob. I want to go to Dillon Street, yeah? Why does that always happen when I'm rolling a joint? As soon as I finish, I'm going home to blow some heads and beat up the coochie. Ja, und währenddessen... You wouldn't mind putting it on a different radio station, would you? Und währenddessen ich zu Jakob fahre... Oh, thank you. Und gerade auch ankommen. ja, wir sehen uns einfach mal zur nächsten Folge wieder. Hier bei GTA 4. Du hast Messer weg, Nico. Nico Bellic. Bis zum nächsten Mal bei Leute, meine lieben Leute. Bye, bye.